Recht herzlich willkommen zur neuen Folge von Aborion. Wir sind ja auf dem Weg hierhin. Wir wollten, das Erz da umtauschen. Das machen wir noch. Und dann war ja auch noch eine Aufgabe, dass wir deren Leute irgendwie retten wollten. Ne? So, jetzt müssen wir da noch mal ein bisschen näher ran. Irgendwie passt das mit dem Ding ins Einstellungen hier nicht. Kann das sein? So, jetzt habe ich es hingekriegt, glaube ich. Warte, wir zoomen noch ein bisschen raus und setzen den noch ein bisschen tiefer, ne? So, jetzt ist es besser. Und dann schauen wir mal, dass wir da noch reinkommen. Weil uns fehlen ja auch noch die Docking Points jetzt hier. Wann kommen die denn mal? Wir haben das doch schon ausgewählt, oder? Ah, jetzt kommen sie, okay. So, dann wollen wir mal da andocken und gucken, dass wir das umgetauscht kriegen, ne? So, F. Rohe Erze raffinieren. Ja, können wir ja eigentlich alles machen, oder? Kann ich das jetzt hier nicht so anklicken, dass das darüber kommt? Alle. Da. Und laufen lassen. Titanschrott entfernt. Nehmen. Ach so, der ist auch am Arbeiten da. 1 Minute 3 Sekunden, 2 Sekunden, alles klar. So viel dauert das noch. Ich weiß gar nicht, ob wir die ganze Zeit angedockt sein müssen, ne? Aber wahrscheinlich, sonst wird das nicht funktionieren. So, wir haben ja noch eine Aufgabe da, die Leute von denen zu retten, sozusagen. Da hatten wir noch eine Koordinate. Ja, wie wir sehen, sehen wir nichts. Ich kann nichts machen, solange das hier passiert wohl. Naja, dann ist das so. 10% Raffineriesteuer. Die Raffineriewelt abhängig von deiner Beziehung ein. Ach so, das heißt, ich kann ausixen und dann weitermachen. Gut, dann können wir auf jeden Fall jetzt hier die Karte angucken. Und sehen, wo diese befreie Sklaven. Ach, das ist gar nicht so weit weg. Na, das ist, können wir dann ja hinkriegen. Das ist um die Ecke. Und was haben wir sonst noch alles hier? Da ist noch Handelsposten. Die Uitze. Ah, wir haben ja einen Auftrag fertig. Das bedeutet, Glock macht's jetzt, ne? Und dann docken wir da mal an. Dann nehmen wir das alles und haben das jetzt, ne? Ja, Bergbauauftrag, okay. Ich wusste gar nicht, dass wir da einen Auftrag hatten. Fliegt doch mal ein Stück weg jetzt von. Nicht, dass wir da wieder gegen knallen. Okay, dann müssten wir jetzt schauen, springen wir da direkt hin, oder? Was sagt denn unser Geschütz hier? Doppelflak-Geschützturm. Doppel-Tesla-Geschützturm. Nanonet, Bergbau. Okay. Das bedeutet 2 und 3 brauchen wir dann nicht. Pitch ist da, ja. Lass uns mal gerade in Bergbaugeschichte hier noch reingucken. Wir können das ja auch vielleicht umbauen, ne? Haben wir denn noch Geschütze? Das ist die Frage, ne? Reparaturgeschütze, Point Defense Lasergeschütze. Ach, sind die sortiert jetzt, okay. Bolter-Geschützturm und Titan. Airbergbauer. Okay, drücke E, um zu vergleichen. Abwracker. Bolter-Geschützturm. Geht nicht, ist klar. Aber ich würde jetzt kriege ich das so gedreht hier? Nee. Leider mit diesem Fenster wohl nicht, oder?
Doppel-Tesla. Das ist der R. Den nehmen wir mal weg und setzen den dafür hin. Du musst einen Geschützturm auf einem Block aus Titan bauen. Geht das alles nicht hier? Trinium, okay. Habe ich hier nicht. Ey, das kann ja jetzt nicht sein, ne? Warte mal, tun wir den weg. Das ist jetzt hier besseres Material, oder? Das kann ja nicht jetzt wahr sein, oder? Man muss deinen Geschützturm auf einen Block aufs Training, Doppel-R-Menü und Geschützturm aber weggenommen. Haben wir so eine schlechte Leistung jetzt hier? Der kommt auch noch weg. Und der kommt jetzt dahin. Das ist gerade besseres Material, meine Herrschaften, oder? Nicht genügend Slots für Bewohnergeschütze baue Systemupgrades in ein Schiff ein, um mehr Slots zu erhalten. Das ist immer noch nicht gut. Tesla Geschützturm, der macht ja ordentlich Bums, ne? Und der geht jetzt auch. Ja, jetzt haben wir da zwei der ganzen Sachen und mehr nicht. Den Rest haben wir gerade abgebaut, ne? Wir haben nur diese Waffe und diese Waffe. Brauchen wir zum Kämpfen nur so wenig. Naja, ist besser erstmal nix. Wir müssten nur gucken, dass wir die da erstmal angreifen. Dann gehen wir mal aus dem Baumodus, gehen in das P wieder rein und setzen hier noch eine 1 dran, ne? So, und dann können wir damit schießen. So, und dann geht, oder? Sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen, aber ob es dann reicht, ist die nächste Frage, ne? So, dann machen wir die Map auf und springen da mal hin, oder? Und schauen mal, wie es uns da so ergeht. Wo müssen wir hin? Da unten, oder? Und da. Einmal passend drehen und dann Jump. So, Schiffswerft. Hey, du, was willst du? Sprich schnell oder verschwinde. Ich habe gehört, ihr habt Sklaven von der Miliz. Ich werde das nicht bezahlen, aber sie mir nehmen, angreifen. Okay, wer ist wo und wer möchte hier was wissen? Okay, dann machen wir da erstmal. Ach, Torpedos. Das ist jetzt nicht das Ding, was ich brauche, ne? Okay, mal da hinterher. Wir machen einen nach dem anderen. Müssen nur gucken, dass wir nicht kaputt dran gehen, ne? Wer schießen die Torpedos? Oh, das sind ganz schön viele, sehe ich gerade. Ne? Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Okay, die Torpedos kommen wohl von da oben.
So, du bist jetzt erstmal dran, ne? Okay, die Torpedos sind jetzt nicht so wild, wie wir gerade merken. Beziehungsweise. Was haben wir gerade geschafft? Haben wir irgendwas gerade geschafft? Torpedo im Anflug ist klar. Wir kommen jetzt hier nicht weiter weg, weil unser Akku leer ist. Da müssen wir jetzt gerade ein bisschen abwarten, bis der sich wieder auflädt. Das war vielleicht nicht die beste Idee, jetzt hier so rumzufliegen. Kriegen wir das hin? Na, ich glaube, wir sind jetzt hier ein bisschen schlecht unterwegs. Okay. Unser Energie geht wieder hoch. Okay. Ja, ich denke, wir sind jetzt hier gerade ein bisschen schlecht unterwegs, denn unsere Waffen sind jetzt nicht dementsprechend. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter mit. Irgendwie funktioniert das mit dem Schießen auch ziemlich schlecht. Ja, nützt nix. Wir müssen wieder weg. Und das nützt nichts, wir gehen kaputt da dran. Ne? Ja. Nicht das Ding, ne? Sind wir hier in friedlichen Bereichen, müssen uns erstmal erholen sozusagen. Und unsere Waffen sind, ich glaube, die zweite Waffe ist auch kaputt gegangen, ne? Kann das sein? Ne, die ist noch da, aber irgendwie habe ich die nicht schießen sehen. Also die Waffen, die wir da hatten, die brauchen wir da nicht mit anfangen, ne? Die sind da fürchterlich schlecht. Unser Schild muss sich aufladen. Wir müssten gucken, dass wir repariert werden wahrscheinlich. Das kriegen wir aber hier hin. Das hat richtig gekostet hier. Na doch, da 18.000. Ja, doch, war einiges. Ja, da müssen wir nochmal checken, was wir da machen, ne? Wir sind auf jeden Fall viel zu langsam da auch unterwegs mit unseren Antrieben, ne? Das haben wir gerade gemerkt. Da sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir da noch was ausbauen. Das muss auf jeden Fall besser werden, weil da kommen wir ja gar nicht von der Stelle, ne? Wo bauen wir die denn hin? Hier oben? Ich glaube, hier oben bauen wir den. Den Antrieb bauen wir hier oben hin. Aber hier haben wir ja das Neueste vom Neuesten, können wir da jetzt bauen, ne? Okay. Ich hätte gern jetzt hier noch ein bisschen mehr, aber das müssen wir wohl anders gestalten dann. Erstmal brauchen wir hier so ein Gitter. Gibt's das hier auch?
Wahrscheinlich nicht. Da. Das gibt's auch da, okay. Und dann würde ich das jetzt mal da bauen wollen. Und zwar in die Höhe. Genau so. Machen wir dann. Und dann gibt es den da noch zu. Und okay, so ist nicht verkehrt, aber ich hätte ihn gerne niedriger und breiter. So. Mach das mal weg, das stört mich. So ist doch gar nicht uncool, oder? So, was haben wir denn noch hier so? Hülle. Gibt's das auch als Panzerung? Akademie. Was macht denn eine Akademie? Achso, das war um Dingens aus so. Super ergiebiger Stein. Glas, Leuchtblock, Licht, Solarpanel, Klonkapseln, Transporter, Überraumkern, Computerkern. Der Computerkern ist wichtig für mehr Ausbauen, ne? Den machen wir mal hier irgendwo noch hin. Aber dafür würde ich gerne noch mal dieses. Kleiner. Und den setzen wir mal dahin. Und den Computerkern bauen wir dann da dran. Und zwar etwas höher. Und so und so. Na, machen wir mal eher so. Vielleicht noch ein bisschen hoch. So. Da haben wir einen schicken Computerkern noch dazu gekriegt jetzt. Den wir allerdings noch mit etwas schützen müssen. Da haben wir 8000 von Titrinium. Schildgenerator, okay. Das ist nur Titanleuchtburgglas, Reflektor. Jetzt Titantransporter. Wo ist denn jetzt hier bitte schön unsere Panzerung? Okay. Ich bin hier unten im Chat-Modus gelandet, alles klar. Weil ich Enter gedrückt habe wahrscheinlich. Eisenpanzerung. Computerkern haben wir da. Bin ich jetzt hier irgendwie falsch unterwegs oder?
Stein, ergiebiger Stein, alles Schmitztonbasis. Torpedorampe, Produktion, Flugschreiber. Wo ist denn bitte schön hier mein... Da, Panzerung, Titanpanzerung. Hat er aber auch irgendwie nicht angenommen, ne? Okay, das bedeutet nicht verfügbar. Titan, Trinium-Panzerung gibt's, aber das nicht. Dann nehmen wir Trinium-Panzerung natürlich. Das bedeutet, wir machen das, setzen das da drauf und das davor und am Triebwerk müssen wir das genauso machen. Da auch. So, Panzerung. Mal dieses und das. Dann gehen wir erstmal zum Computerkern. Und ziehen den mal hier groß. Und machen das mal so. Zack. Und hier ist die Breite schon okay, nur da machen wir weniger. Und da machen wir mehr. Und dann haben wir das schon mal soweit fertig. Soll so reichen. Und hier. Oh, ist das schwierig. Der dreht sich jetzt natürlich immer um die Achse, ne? Ist klar. So hätte ich es gerne, ja. Da so hin. Und der sitzt natürlich an einer voll doofen Stelle hier jetzt. Die Höhe war schon ganz gut, ne? Warte mal, den da, Steuerung kopieren und dann müsste ich wieder das Teil haben. Ne, tue ich nicht. Jetzt habe ich es wieder. Passt. Und dann hier. Minimal so. Größer. Und breiter. So. Höchstgeschwindigkeit ist... schneller geworden, glaube ich. Jetzt ist nur die Frage. Was brauchen wir noch? Korrekturdüsen. Sind nicht vonnöten. Was brauchen wir denn da? Das kann mal weg hier. Ja. Ich weiß nicht, warum das blau ist jetzt. Beschleunigung ist nicht so prickelnd, oder wie sehe ich das? Höchstgeschwindigkeit. Rollen wäre dann besser. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir lassen das mal gerade so.
gehen aus dem Baumenü raus. Ah, okay. Jetzt müssen wir zu einer Station, die hier um die Ecke ist. Ist das näher? Das ist näher. Dann fliegen wir doch mal gerade hin. Was brauchen wir denn für Leute jetzt hier? Ingenieure, Mechaniker und... Aha, okay, das bedeutet, wir gucken mal schnell hier rein. Ich habe noch 6 Besatzungsmitglieder, oder wie ist das? Das läuft schon mal. Und ein Mechaniker fehlt uns. Okay, ist jetzt nicht schlimm. Den Mechaniker brauchen wir, sonst das Schiff kaputt geht, ne? Ich glaube, wir nehmen nur das da, weil da keine Dockingsports erscheinen. So. Docken wir jetzt mal an. Crew anheuern. Nehmen wir da mal einen zu. Und von denen hier machen wir mal 5. Okay, überbevölkert. Passt schon wieder, ne? So, Überbevölkerung hat stattgefunden. Das bedeutet, wir gehen wieder mal hier hin und bauen erstmal den ein. Uns fehlen 2 Quartiere. Und dann gehen wir in den Baumodus. Und gucken mal gerade hier so rein. Da haben wir Quartiere. Ich würde das gerne nochmal nehmen. Machen wir das kleiner. Ganz klein, genau. Und dann setzen wir das mal hier hin. Aber da geht's nicht, ne? Habe ich denn irgendwo Platz für Quartiere, dass da nichts passiert? So. Das mit dem Bauen hat da auch nicht so gut funktioniert. Das sieht nicht so toll aus. Dann lass mal gerade die Quartiere nehmen. Die würden ja da hingehen, ne? Dann lass doch mal die Quartiere da verbreitern. Gehen da welche rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Nochmal entfernen den. Und dann so. Zack, passt. Quartiere haben wir da. B. So, was macht unser Schiff jetzt? Also ich glaube, es ist verdammt schnell unterwegs.
Ja, Geschwindigkeit haben wir definitiv gut gewonnen. Steuern war jetzt nicht so der Hit, ne? Pitch oben, unten. Ich weiß nicht, warum blau. Keine Ahnung. Benötigte Energie. Keine Ahnung. Wird aber schon okay sein. Wir sind auf jeden Fall erstmal bei einer guten Zeit, die wir gerade geschafft haben. Und wir sollten dann jetzt mal hier eine Unterbrechung machen, schauen, dass wir nächstes Mal nochmal nach einer Waffe gucken oder sowas und dann nochmal dahin fliegen, um dann vielleicht da doch Rabatz machen zu können. Aber das werden wir dann sehen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich ein Video hochlade. Kommentare wie immer herzlich willkommen, schreibt was rein, könnt auch überall teilen das Video, wäre ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.